Guten Abend. Dann schauen wir uns jetzt den nördlichen Teil von Maschen-Rangierbahnhof an. Gerade frisch fertig geworden vor wenigen Tagen. Die erste Rutsche geht jetzt von hier vom Maschener Personenbahnhof auf den Fernbahngleisen in Richtung Meckelfeld. Das hier sind die Einfahrsignale von Maschen-Personenbahnhof. Ich habe hier auch wieder den alten Signalisierungszustand vor Einführung des Gleiswechselbetriebes nachgebildet, damit man eine Chance hat auf einen LZB-Gegengleisfahrauftrag, wenn man hier auf diesem Gleis dann hier ankommt. Unterqueren eine 110 kV Hochspannungsleitung der Avacon. Links von uns sieht man die östlichen Behandlungsgleise für Güterzüge, die zum Beispiel eine Arbeitsschutzpause machen sollen, und noch weiter links die Talgleise des Süd-Nord-Systems. Das hier rechts, das ist das Dorf Hörsten. Sehr zu meinem Leidwesen habe ich da große Mengen Zeit für die Nachbildung verwendet, nur um dann festzustellen, dass der größte Teil des Dorfes dann doch nicht sichtbar ist von der Bahn. Das hier vorne ist übrigens ein Deich, damit, falls die Seewe, dieser Fluss hier, mal Hochwasser führen sollte, damit Hörsten dann nicht absäuft. Stellwerk MNOF. Das Gebäude ist sozusagen bauähnlich zum Stellwerksgebäude MSWF. Sehr zu meinem Leidwesen ist es allerdings nicht baugleich zum Gebäude MSWF, sondern es ist etwas größer. Das Erdgeschoss hier dient als Dienstgebäude für die Rangierer, Wagenmeister und Zugvorbereiter im Süd-Nord-Rangiersystem. Das Gleis hier links, das wisst ihr bereits, wenn ihr meine Videos zum Modul Maschen Süd gesehen habt, das ist die östliche Umfahrung des Rangierbahnhofs, die inzwischen in der echten Welt auf zwei Gleise aufgeblasen worden ist. Rechts Baggerseen, aus denen man damals beim Bau des Rangierbahnhofs Sand entnommen hat, um hier einen vernünftigen Baugrund herzustellen. Was hier übrigens auch erstmals in einem Zusichtstreckenmodul zu sehen ist, ist Fahrleitungskettenwerk der Bauart RE200. Dazu habe ich höchst selbst eine Fahrleitungs-DLL programmiert und hier zum Beispiel ist ein 18 Meter Y-Seil zu sehen. Da habe ich also mal sämtliche Kettenwerksbauformen, die bei RE200 Fahrleitungsanlagen vorkommen können, dann durchgeturnt und runterprogrammiert und steht dann also jetzt als Fahrleitungsplugin für den 3D-Editor zur Verfügung, wenn man das als Streckenbauer einsetzen möchte. Blocksignal Bahnhofsteil Meckelfeld Abzweig. Das ist so eine Zwitterbetriebsstelle wie der Bahnhof Selmig-Abzweig in der Nähe von Hamm-Rangierbahnhof auch. Wenn man hier auf den Fernbahngleisen bleibt, dann ist Meckelfeld eine Abzweigstelle, während man, wenn man von oder zum Rangierbahnhof fährt, dann ist es ein Bahnhofsteil von Maschen-Rangierbahnhof. Hier steht wieder so ein hilfreiches Schild, welcher Fahrdienstleiter zuständig ist. Für Meckelfeld ist es also das Stellwerk MNWF. Damit ist MNWF das einzige der vier Maschener Stellwerke, das auch Aktien am Betrieb auf den Fernbahngleisen hier hat. Und hier rechts ist zu sehen die Bahnstromleitung vom Umformerwerk in Harburg nach Nendorf, nördlich von Buchholz. Das hier ist ein Gewerbegebiet, das gehört jetzt schon zu Meckelfeld. Genauso hier auf der anderen Seite der Bahn ebenfalls Gewerbebetriebe. Dann unterqueren wir jetzt die Autobahn A1. Und diese Balisen hier, das sind Netzeinwahldatenpunkte, die zur ETCS-Strecke von Stelle nach Lüneburg gehören. Bis hierhin reicht also der lange Arm dieser ETCS-Installation. Das hier sind die ersten Balisen, auf die man da trifft. Von denen wird also das Einbuchen des ETCS-Fahrzeuggeräts ins deutsche GSMR-Funknetz angestoßen.
Es läuft in dieser Gegend übrigens ein weiteres ETCS-Projekt, nämlich von der dänischen Grenze bei Flensburg bis hier nach Maschen-Rangierbahnhof. Da ist letztes Jahr dann ein Planungsbüro gesucht worden, das mal eine Vorplanung dafür aufstellen sollte. Denen musste man natürlich eine Aufgabenstellung an die Hand geben, damit sie wissen, was sie planen sollten. Und hier für diesen ganzen Bereich sieht die Aufgabenstellung vor, dass also sämtliche Gleise hier ESG bekommen sollen, also ETCS Level 1 in Betriebsart Limited Supervision. Interessanterweise stand dann allerdings in der Aufgabenstellung geschrieben, in den betroffenen Gleisen und den angrenzenden Bereichen ist kein weiteres ETCS vorhanden, so in etwa sinngemäß. Das ist im Angesicht dieser beiden Balisenpärchen hier schon durchaus eine steile These. Also diese Netzeinwahldatenpunkte befinden sich halt definitiv im ESG-Ausrüstungsbereich des Projekts Flensburg-Maschen. Gut, dass diese Balisenpärchen übersehen worden sind beim Erstellen der Aufgabenstellung, das wird natürlich das Projekt jetzt nicht zum Scheitern bringen. Sie haben ja auch noch ein paar Jahre Zeit, das zu merken. Aber aus meiner Sicht sieht man da mal wieder, was für eine verantwortungsvolle Tätigkeit das ist, wenn man Aufgabenstellungen für Planer schreiben muss. Ich erinnere mich da ja zum Beispiel an das ETCS-Projekt Polen-Erkner, die sich beinahe dadurch ins Ausgeschossen hätten durch eine etwas ungünstig gewählte Formulierung in der Aufgabenstellung, die dann den Vorplaner erstmal dazu veranlasste, eine Level-2-Strecke ohne Fahren nach fahrdynamischen Restriktionen zu planen. Jo, machen wir mal weiter hier. Am besten mal eben einen Blick nach links rüber. Diese beiden Gleise, also wie gesagt, PZ-Gleise, Fernbahn nach Lüneburg und weiter nach Celle und Hannover. Die beiden Gleise hier und hier bilden die sogenannte Güterumgehungsbahn von Maschen RBF zum Bahnhof Hamburg-Rotenburgsort. Diese Strecke wird genommen von Zügen, die dann entweder weiterfahren in Richtung Schleswig-Holstein oder die dann ab Rotenburgsort in Richtung Berlin abbiegen. Und eingerahmt werden diese beiden GZ-Gleise, so nennt man sie auch, von den sogenannten Hafengleisen. Dieses hier und dieses hier. Die führen, wer hätte es gedacht, in Richtung Hamburger Häfen. Diese Straßenbrücke hier bildet den Zugang zum Bahnhof Meckelfeld. Das ist jetzt, seitdem die Decaturbrücke über den Maschener Rangierbahnhof gesperrt ist, sozusagen der Bahnhof hier für die Gemeinde Maschen. Die müssen sich jetzt also alle in Richtung dieses Haltepunkts orientieren, während der Bahnhof Maschen PBF eben nur noch von den Hörstener Einwohnern sinnvoll genutzt werden kann, weil nur noch die an den Bahnhof rankommen. Das Gebäude hier rechts, das ist der allerletzte Überrest, der noch existiert vom ehemaligen Wagenwerk Meckelfeld. Hier befand sich also seit den 30er Jahren ein Güterwagen-Instandsetzungswerk, wurde in etwa so bis 1970 so um den Dreh hier betrieben und danach dann stillgelegt. War gewissermaßen eine Außenstelle des Ausbesserungswerks in Harburg. Und bevor also der Maschener Rangierbahnhof gebaut wurde und damit die ganze Gleisanlage hier neu geordnet wurde, befanden sich hier auf diesen jetzt freien Flächen jede Menge Gleise, die also als Schadwagensammelstelle der Bundesbahndirektion Hamburg dienten und quasi als Arbeitsvorrat dieses Wagenwerks. Und diese Gleise des Bahnhofs Meckelfeld dienten auch als sozusagen Vorbahnhof für den Rangierbahnhof Hamburg-Wilhelmsburg beziehungsweise als Puffergleise, wenn also die Hafenbahnhöfe überlastet waren und man Züge zwischenparken musste. Alle diese alten Gleisanlagen sind also im Zuge des Baus von Maschen RBF dann verschwunden. So, und an dieser Stelle befinden wir uns jetzt 100 Meter entfernt von der Hamburger Stadtgrenze. Eine Besonderheit sieht man hier an diesem Hafengleis, und zwar hat der Bahnhof Maschen RBF nur an den beiden Hafengleisen noch Ausfahrsignale hier auf dieser Höhe. Bei allen anderen Fahrmöglichkeiten, also auf die Güterumgehungsbahn oder auf die Fernbahngleise hier, da befinden sich die Ausfahrsignale des Rangierbahnhofs bereits einen Kilometer in unserem Rücken fast. Ja, an dieser Stelle schließt sich dann an das Streckenmodul Hamburg-Harburg. Das ist auch schon relativ weit fortgeschritten und sobald das dann fertig ist, wird also Maschen RBF Nord zusammen mit Harburg dann als Streckenverlängerung veröffentlicht werden. Jetzt machen wir uns von hier aus noch zurück auf den Weg in die andere Richtung. Und zwar nehmen wir jetzt das andere Hafengleis und dann quasi auf der anderen Seite hier dann am Bahnhof Maschen RBF entlang.
Auch hier wieder Ausfahrsignal, Bahnhof Maschen, RBF am Hafengleis. Das Loch hier erklärt sich dadurch, dass sich hier noch so ein einragendes Gleis, das zum Streckenmodul Harburg gehört, befindet. Und jetzt machen wir uns auf den Weg in Richtung Maschen RBF zurück. Ich muss ja sagen, die Anwohner hier, das müssen wirklich harte Jungs sein, weil die wohnen wirklich wenige Meter entfernt von einer der am stärksten im Güterverkehr befahrenen Ecken in Deutschland. Es ist also tatsächlich so, dass in dieser Gegend hier wirklich güterverkehrsmäßig der Bär steppt. DB Cargo hatte mal vor einigen Jahren Daten dazu veröffentlicht als Open Data, wo man das mal pro Betriebsstelle in Deutschland runterbrechen konnte, wie viel 100 Zugfahrten dort stattfinden pro Tag. Und in dieser Liste waren also die Betriebsstellen Meckelfeld und Harburg wirklich einsam an der Spitze und erst mit einigem Abstand folgten dann Betriebsstellen an der Hannoveraner Güterumgehungsbahn. Also bei diesen Anwohnern hier, wenn die sich über Schienenlärm beschweren würden, würde ich sagen, jo, das kann ich nachvollziehen, verstehe ich absolut. Das hier ist ein Zwischensignal. Das Einfahrsignal von Maschen RBF befindet sich bereits in unserem Rücken und liegt damit noch im Bereich des Streckenmoduls Hamburg-Harburg. Und hier zweigt nach rechts ab der ehemalige Gleisanschluss der Firma Miele, Haushaltsgerätehersteller. Die hatten hier ein Service- und Auslieferungslager. Diesen Standort hier hat die Firma Miele im Jahr 2015 geschlossen. Davon waren 62 Mitarbeiter betroffen, aber man hat ihnen ein gutes Angebot gemacht, was sie unmöglich ablehnen konnten, nämlich, dass sie fortan ihre Arbeit von Gütersloh aus in Nordrhein-Westfalen dann weitermachen. Naja, so ist das manchmal, wenn Konzerne auf die Idee kommen, sich umzustrukturieren. Das Gebäude wird also inzwischen jetzt nicht mehr durch Miele genutzt. Entsprechend haben die auch hier von diesen Dingern hier den Miele-Schriftzug jeweils entfernt von diesen roten Platten. Das Gebäude wird, seitdem Miele da raus ist, jetzt von diversen anderen Firmen nachgenutzt. Unter anderem ist da jetzt eine Muckibude im ehemaligen Lager wohl drin. So, wieder unter der Autobahn durch. Von diesem Gleis hier links aus kann die Abdrücklok, wenn es sein muss, jedes der Einfahrgleise des Nord-Süd-Systems dann erreichen. Und ich würde sagen, wir nehmen dann jetzt auch mal Kurs in Richtung der Einfahrgruppe. Hier ist noch so ein zweites Sackgleis, von dem man allerdings nicht alle Gleise erreichen kann. Dieser Übergang hier in die westliche Umfahrung, der ist vor einigen Jahren dann mal wegrationalisiert worden, weil ein wirkliches Verkehrsbedürfnis dafür gab es einfach nicht. Mal eben gucken, dass ich jetzt hier geradeaus weiterkomme. Hier gibt es ein Gruppenausfahrsignal in der Gegenrichtung, damit man, falls das notwendig sein sollte, auch in der sozusagen falschen Richtung dann aus der Einfahrgruppe wieder in Richtung Hamburg ausfahren kann. Weiter links von uns gibt es noch eine weitere Gleisharfe, die ebenfalls so ausgerüstet ist. Also durchreisende Güterzüge nehmen typischerweise dann den Weg hier in diesem westlichen Umfahrungsgleis. Hier rechts war übrigens im ursprünglichen Bauplan des Rangierbahnhofs Platz freigehalten worden für zwei zusätzliche optionale Einfahrgleise. Die musste ich für meinen Nachbau hier auch eintrassieren, um diese Dinger hier oben, diese Gewichte, in die Quertragwerke an den passenden Stellen reinhängen zu können. Hier sieht man also diesen Verlauf, den diese nie gebauten Optionsgleise haben würden. Genauso ist hier auf der linken Seite dieser Einfahrgruppe ebenfalls Platz freigehalten für nochmal zwei zusätzliche Einfahrgleise, die auch nie gebaut worden sind. Und hier an dieser Stelle habe ich jetzt den Signalzustand nach der Modernisierung des Maschener Rangierbahnhofs nachgebildet. Seitdem gibt es hier vollwertige Hauptsignale. Vorher waren das hohe Lichtsperrsignale. Jetzt machen wir uns auf den Weg in Richtung Ablaufberg Nord-Süd. Eben gucken, dass wir vielleicht... Ja, hier sind wir richtig.
und mal eben einen Blick über den Berg. Das Nord-Süd-System hat 48 Talgleise, ist also etwas kleiner ausgeführt als das Süd-Nord-System. Das Gleis, auf dem wir uns jetzt hier gerade befinden, das existiert heute nicht mehr. Das war irgendwie so ein Nebenablaufgleis. Das wurde bereits Anfang der 90er Jahre zurückgebaut. Es scheint gedacht gewesen zu sein für Eilgutwagen. Die konnten dann also parallel abgedrückt werden, während hier dann ein normaler Zug zerlegt wurde, konnte dann auf diesem Gleis hier dann ein Eilgutzug zerlegt werden. Übrigens ein kleiner Fun Fact: Dieser Ablaufberg Nord-Süd ist 2 Meter weniger hoch als der Ablaufberg Süd-Nord, was einfach daran liegt, dass man hier in dieser Gegend häufig Wind aus Nordwesten hat. Das heißt, die Wagen, die hier den Berg runterkullern, die haben sehr, sehr häufig Rückenwind und deswegen muss dieser Berg hier nicht ganz so hoch sein. Okay, dann einen Schritt zurück. Und ja, genau, hier will ich hin. Das hier ist das Stellwerk MNWF. Das ist das größte der 4 Maschener-Stellwerke. Verfügt genauso wie Stellwerk MSOF über einen Ablaufsteuerrechner, der also dann hier am Berg automatisierten Ablaufbetrieb ermöglicht. Im alten Signalisierungsbauzustand vor der Modernisierung, da gab es definitiv hier über dieses Gleis auch Zugfahrstraßen dann in die westlichen Behandlungsgleise. Diese Fahrstraßen scheinen allerdings, so wie es mir aussieht, bei der Modernisierung des Bahnhofs dann abhanden gekommen zu sein. Jedenfalls gab es hier also früher ein Vorsignal und das existiert jetzt also seit der Modernisierung nicht mehr, was für mich ein starker Hinweis darauf ist, da es also dann keine Möglichkeit der Vorsignalisierung mehr gibt für die westlichen Behandlungsgleise, dass also da auch keine Zugfahrstraßen mehr existieren jetzt. Falls es allerdings jemand besser wissen sollte, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. So, geradeaus geht's also in die westlichen Behandlungsgleise am Stellwerk MSWF. Das Gleis hier links, das ist das Gleis 1200, das dient als Lokverkehrsgleis, wird allerdings in dieser Funktion eher wenig genutzt. Normalerweise werden also die anbringenden Zugloks, wenn sie oben am Ablaufberg Nord-Süd ankommen, dann über die Mittelstraße in Richtung der Lokabstellung unten am Kombiwerk dann gefahren. Weil wenn man dieses Gleis hier nutzt, dann kommt man an die Loktaschen im Bezirk MSWF nur noch ran, indem man die gesamte Nord-Süd-Ausfahrgruppe einmal kreuzt und damit lahmlegt. Und deswegen versucht man normalerweise, das eigentlich zu vermeiden, so zu fahren. Jo, und jetzt würde ich sagen, machen wir wieder einen Break. Es wird dann noch ein zweites Video geben, wo wir uns dann noch die Mitteldurchfahrt zum Beispiel angucken. Bis hierher erstmal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann demnächst auf dieser Welle. Tschüss.